von meinen. Das ist immer wieder die Frage, was muss ich tun? Wie fange ich an? Und das Erste, eigentlich die Kartierung, dann mich informieren über die Hypoglykämie. Also die andere, erste war die Krankheiten ausschließen, klar, und kartieren, Hypoglykämie. Und dann ein Schmerztagebuch führen. Es muss nichts Großes sein, aber so einen kleinen Taschenkalender, wo man einfach ein paar Sätze jeden Tag reinschreibt. Weil dann können wir auch das Rückblicken schauen, was hat sich bewegt. Weil unser Gedächtnis bei allen Fibromyalgien ist Gedächtnis nicht wirklich sehr gut. Und oft, wenn man zurückschaut, wie ist mir es wirklich vor 3 Tagen gegangen, ganz, dann weiß ich schon nicht mehr. Die großen Sachen bleiben schon und das ist das Schlechte. Aber wenn ich jetzt zwischendurch eine gute Stunde oder paar Stunden habe, die gehen unter, weil die anderen, die schlechten Zeiten wieder, das alles überdeckt. Und deshalb kann man auch den Verlauf viel schlechter beurteilen und deshalb sollte man ein Schmerztagebuch führen. Natürlich die Salicylate entfernen und wie gesagt, auch die Zahnpasta ist eine ganz gefährliche Sache, weil bei der Zahnpasta, da steht meistens nichts drauf und dann ist aber im Aroma Menthol oder Pfefferminze und sowas drin und dieses blockiert, selbst wenn es nur im Aroma drin ist. Also die mentholfreie Zahnpasta von Elmex, die homöopathieverträgliche, die ist okay. Die Kieselerde wäre auch Kieselerde. Ja, oder man kann auch nur Backpulver nehmen oder Natron. Das kann man auch nehmen. Und dann mit der Dosisbindung, da haben wir auch 2 verschiedene Wege, einfach je nachdem, welches Guaifenesin wir benutzen. Wir haben 2 Möglichkeiten. Es gibt ein kurzwirkendes Guaifenesin, dieses, was wir in Deutschland haben, das Pulver, das man in Kapseln abfüllen kann oder abgefüllt bekommen kann. Dieses ist einfach das reine Guaifenesinpulver und dieses hat eine Wirkungszeit so 5-6 Stunden, also nach 5 Stunden ist 85% abgebaut. Dann gibt es ein langwirkendes Guaifenesin, das in den USA gibt. Das Mucinex, dieses ist zusammengestellt aus kurzwirkenden und langwirkenden Guaifenesin, das man über die internationale Apotheke bekommen kann. Wenn man mit dem langwirkenden Guaifenesin arbeitet, dann müssen wir das nur 2-mal am Tag nehmen. Wenn wir das kurzwirkende Guaifenesin nehmen, fangen wir auch an mit 2-mal täglich, aber wir versuchen dann, je nachdem welche Dosis wir brauchen, zu steigern auf 3-mal oder 4-mal täglich, wenn es geht. Es kommt darauf an, welche Dosis wir haben, wie wir die Menge verteilen. Und deshalb, also zuerst 2-mal 300 Milligramm, dann steigern wir auf 900 Milligramm, auf 1200, das ist jetzt mit dem kurzwirkenden Guaifenesin. Und beim langwirkenden hat er eigentlich angefangen mit 2x 300, dann 2x 600 Milligramm und dann so alle 3 bis 4 Wochen weiter zu steigern, bis man eine Symptomverschlechterung hat. Und erst von der Symptomverschlechterung an kann man eigentlich rechnen, nochmal 2 Monate und dann wieder kartieren. Also erst von da, wo man die Symptomverschlechterung hat und dann 2 Monate später. Und um das zu beurteilen, habe ich einen guten Fortschritt gemacht. Können Sie das nochmal wiederholen? Also das letzte vor allem.
Nachdem die ersten Symptome, nachdem das... Also wir steigen, bis wir eine Symptomverschlechterung bekommen. Ja. Und dann erst 2 Monate später macht man wieder eine Kartierung. Und es ist unterschiedlich, weil wenn ich eine kleine Dosis brauche, manche reagieren schon mit 200-300 Milligramm. Und okay, die brauchen nicht lang warten, aber wenn ich jetzt 2400 Milligramm brauche, also dann habe ich angefangen, nach einer Woche gesteigert und nochmal eine Woche, dann 3 Wochen gewartet und nochmal 3 Wochen gewartet, also dann habe ich 2 Monate mindestens, bis ich bei meiner Symptomverschlechterung bin. Es gibt sogar Leute, die eine Dosis haben, die noch niedriger ist. Also es hat Leute gegeben, die mit 200-300 Milligramm so schlimme Beschwerden hatten, die konnten fast nicht mehr sich regen, wo ich dann gesagt habe, sie sollen nochmal zurückgehen und die eine Kapsel einfach oder die Tablette nochmal teilen, also mit 200-150 Milligramm anzufangen. Dass sie einfach, also das sind wenige, aber das gibt's. Und weil wenn man überdosiert, dann merkt man das, man hat eine Verschlechterung, aber man hat nie mehr bessere Zeiten. Und diese bessere Zeiten, um die festzustellen, brauchen wir das Schmerztagebuch. Und deshalb, und wenn es nur noch schlecht ist, dann muss ich sagen, da ist überdosiert. Dann muss ich einfach nochmal mit der Dosis etwas zurück. Da wird es auch die meiste Zeit sein, aber das geht so. Und dann habe ich ganz kurze Zeit ein bisschen besser und dann geht es wieder so. So. Also, und wenn ich gar nichts dazwischen habe, wo es ein bisschen leichter ist, dann ist es wahrscheinlich zu viel. Und deshalb, also all diese Empfehlungen sind aus der Praxis entstanden. Auch diese Empfehlungen für die Diät. Der Dr. Sandermann hat gesagt, er macht es nicht nur mit einem Hypoglykämie, also mit einem Glykämie-Index. Glykämischer Index, jetzt, Entschuldigung. Glykämischer Index, sondern auch diese Sachen sind entstanden aus der Praxis. Also überall da, wo Patienten auf Lebensmittel reagiert haben, die hat er auf die Liste genommen, auf die verbotene Liste. Und so sind auch die Listen entstanden. Manchmal denkt man, wieso dieses und dieses nicht. Also denken Sie einfach dran, das ist dadurch entstanden, wo Leute darauf reagiert haben. Und wir sollten 2 Monate zum Beispiel die Diät ganz streng machen, aber dann heißt es nicht, dass ich hinterher gleich wieder zu meinen Kohlenhydraten zurückgehe. Nach 2 Monaten zum Beispiel habe ich, also wenn ich ein Konto habe, das im Minus ist, und dann nach 2 Monaten bin ich im Null, schwarzen Null, da habe ich noch kein Guthaben. Wenn ich dann aber wieder anfange auszugeben, das heißt wieder Kohlenhydrate zufüge, bin ich sofort wieder im Minus und ich werde wieder mit Symptomen reagieren. Deshalb nach den 2 Monaten muss ich noch mit der Diät weitermachen, damit ich Guthaben sammle. Und dann kann ich sagen, okay, hier ist vielleicht ein Fest. Und da esse ich mal etwas, was ich sonst nicht esse. Aber das darf ich dann nicht jeden Tag machen, weil mein Konto ist noch nicht so gut. Weil wenn ich zum Joggen gehe und Anziehsachen kaufe, wenn ich das einmal mache, vielleicht in 4 Wochen, dann geht es. Aber wenn ich das jeden Tag mache, dann ist mein Konto ziemlich schnell wieder dahin. Vor allem, wenn es noch nicht so dick war. Ich mache eine Ausbildung in der Mutterwissenschule mit Koch und Service. Und ich frage mich doch irgendwie, das nennen sie doch daheim in der Liebeschule, zum Beispiel das kostenlos. Kann ich das dann kosten? Und das ist dann auch schon, also wenn ich ein bisschen was von der Zucker esse, ist auch schon. Ja. Also ich habe manchmal was getestet mit dem Mund und ausgespuckt. Ich habe es nicht geschluckt. Ja, also wenn es wieder ausspuckt, wird es gehen. Also ich würde so wenig wie möglich, also beim Backen muss man es nicht testen, nein, beim Kochen ist... Ich habe wirklich Kochunterricht und wenn ich dann
Ja, ja, aber wie gesagt, beim Backen braucht man nicht testen. Beim Kochen, um zum Abschmecken, da braucht man das. Und dann, aber nicht schlucken. Oder jemand anders probieren lassen. Okay, wir machen weiter. Ja, das ist einfach noch eine Statistik. Wir werden nachher nach der Pause noch Fragen beantworten. Wir haben dieses Buch dabei und jetzt auch seit Neuestem das Kinderfibromyalgie-Buch, weil einfach immer wieder diese Frage laut geworden ist, wie sieht es mit Kindern aus? Weil Eltern, die selber betroffen waren, verdächtige Sachen bei ihren Kindern festgestellt haben. Und immer wieder war dieses, wie sieht es aus? Sind die Symptome bei den Kindern gleich oder sehen sie da anders aus? Und gerade bei den kleinen Kindern sind die Symptome anders. Bei den Teenager-Kindern sind es eigentlich ganz ähnliche Symptome wie bei den Erwachsenen. Und Kinder können schon sehr früh betroffen sein. Also Kinder schon, der Dr. Sandermann hat gesagt, sie haben Zweijährige schon behandelt, also schon unter 2 Jahre, die betroffen sein können. Und auch bei manchen Patienten kommen die Symptome erst, nachdem sie über 70 sind. Also praktisch der Ausbruch von der Krankheit, wo man es richtig sieht, kann so schwanken, also zwischen 2 und 70 Jahren kann das sein. Die genetische Veranlagung ist da, aber wann ist es soweit, dass die Symptome richtig zutage treten, das ist unterschiedlich. Weil alle haben es von Geburt an mitbekommen, also die betroffen sind. Aber wann die Symptome dann richtig ausbrechen und meine Empfehlung ist einfach, so früh wie möglich auch mit den Kindern anzufangen. Weil ich war ganz, ganz tief in diesem Loch drin. Und ich wünsche keinem, dass er in dieses Loch so tief runter muss. Und ich wünsche keinem von den Kindern. Weil das eine so große Einschränkung bedeutet. Und deshalb wünsche ich jedem, auch Kinder oder Jugendlichen, dass sie so früh wie möglich beginnen, weil sie können ihr Leben dann einfach ganz normal leben. Sie nehmen das Guaifenesin, achten auf die Produkte und das war's. Und sonst können sie leben wie alle anderen. Aber wenn die Symptome anfangen und mehr werden, können sie es nicht mehr, ob sie es wollen oder nicht. Und ich bin so dankbar, dass alle meine 3 Kinder die Therapie machen und sich, ja, einer hat ein bisschen länger gebraucht, aber der hat dann auch angefangen und sie jetzt einfach im Beruf stehen und ihre Arbeit machen können und leisten können, dass sie alles nicht gekonnt hätten, wenn sie da nicht angefangen haben, weil ich habe so im Teenageralter gesehen, dass sie Symptome hatten. Nachher. So. Das ist noch unsere Infos, also www.guaifenesin.de, das ist unsere Homepage. Und dann das Forum und von der Uli die Homepage. Okay, also ich hoffe, dass Sie Ihre Fragen notiert haben und nachher ganz viele Fragen stellen.